Christian Alnau und jetzt im Anschluss an Christian Dietrich, Unterschied er mit K, ich mit CH geschrieben, wollen wir uns jetzt beschäftigen mit den modernen Medien, ganz konkret Podcast, SEO und den Überbegriff dafür, das Online-Marketing schlechthin. Bei mir auch wieder aus einer beruflichen, vor allem aus einer unternehmerischen Perspektive, denn das, was Christian umschrieben hatte im Vortrag bei ihm, wo es darum geht, wie kann ich gut studieren und damit halt einen Beruf bekommen. Ich war irgendwo fast das Musterbeispiel bei euch gewesen. Wir sind ja auch da selbst gut miteinander verbunden und habe genau so einen Weg eigentlich hinter mir. Bin jetzt Unternehmer, habe zwei Unternehmen und möchte euch da jetzt, ich hoffe, das Blues war alle in Ordnung, berichten, wie halt aus unternehmerischer Perspektive, sowohl für Bestandsunternehmen, sowohl für Neugründungen als auch für Unternehmensnachfolger, das ist jetzt in dem Sinne wirklich dieses Überthema schlechthin, wie wir halt moderne Medien erfolgreich nutzen können. Der Titel sagt es eigentlich schon. Und damit ihr vielleicht auch erstmal einen Überblick habt im Rahmen der ganzen Themen, die ich unter anderem hier mit anbiete, auch generell mit anbiete, wollen wir uns ja wie gesagt das rausgreifen. Und damit ihr überhaupt erstmal wisst, mit wem habt ihr eigentlich zu tun, wer steht hier vorne, überhaupt die Dinge zu wissen. Wie gesagt, mein Name ist Christian Alnau und seit 2011, noch vor meinem Bachelorstudium damals an der Uni in Halle, habe ich mich als Schriftarchitekt selbstständig gemacht. Also inzwischen seit eigentlich schon zu vielen Jahren, ich sage das ungern, weil das immer so alt klingt nach der Zeit, bin ich aber als Schriftarchitekt, also inzwischen mit der Agentur Schriftarchitekt unterwegs und berate, betreue vor allem kleine und mittelständische Unternehmen hier aus der Region darin, Social Media zu meistern, datenschutzsicherer zu werden, ich bin auch externer Datenschutzbeauftragter, und generell besser zu kommunizieren. Bei mir mit den drei Schwerpunktthemen, Social Media, Seminare, Übersetzungen, da mir ein komplettes Studium, die Selbstständigkeit, eine aktuelle Promotion plus Privatleben anscheinend noch nicht genug Stress ist, habe ich im letzten Jahr auch noch ein Startup gegründet, der Seminar, das ist die Fallschreibung, bei dem wir eine Mediathek für den Mittelstand aufbauen wollen. Und eben ganz konkret, was angehen wollen, moderne Medien erfolgreich zu nutzen und das halt eben an Unternehmen weiterzugeben. Also das ist ein bisschen für meinen Hintergrund, damit ihr erstmal wisst, wer hier eigentlich vor uns steht. Und dann ins eigentliche Thema. Allgemeinster Tipp, der sollte eigentlich soweit auch nachvollziehbar sein, wenn es um Online-Marketing geht, ist natürlich schlicht und ergreifend, macht einen Plan. Nicht einfach irgendwie reinstürmen in das Ganze, sondern einen Plan machen. Das Ding kann sich White Paper, Weißbuch, Strategiepapier, in meinem Fall Redaktionsplan oder sonst was nennen. Aber es kann halt niemand schaden, erstmal grob zu überlegen, so einen Aufriss zu machen, was will ich eigentlich tun, was will ich damit machen. Ich habe da eine grobe Fünfteilung entwickelt. Das ist generell nützlich, seien es jetzt Hausarbeiten, die ich schreibe, seien es Vorträge, die ich beschreiben möchte oder halt eben am besten ein erfolgreiches Unternehmen an den Start bringen. Und da werden halt die Reihenfolgen der fünf Punkte, dass wir uns erstmal auf das Thema, was vor uns liegt, fokussieren. Also erstmal sammeln, was geht, die quasi klassische Literaturrecherche. Danach dann die Ergebnisse strukturieren, die Spreu vom Weizen trennen, was ist sinnvoll, was ist sinnlos, was kann weg, ist für uns einfach nicht relevant. Dann Inhalte produzieren, sei es jetzt beim Vortrag der Vortrag, sei es bei einer Online-Marketing-Kampagne eben das, was halt gemacht werden soll. Das kann Video sein, das kann Radio sein. Ich habe hier parallel auch gerade für unseren Podcast Online-Geister das Mikrofon mit an. Das ist jetzt quasi die Produktion für mich. Also eben das Erstellen. Das ist auch immer der Teil, wo eigentlich die Magie passiert, wo teils sehr kreative Prozesse stattfinden. Unerwartete Wendungen, also ich habe es auch sehr, sehr häufig schon gehabt und das hat auch der bekannte Schriftsteller Andreas Eschbach mal schön formuliert. Man macht sich auch einen genauen Plan, formuliert alle Kapitel aus, fängt dann an zu schreiben und es kommt komplett anders, als er es sich gedacht hat. Das ist meistens so dieser Part und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Part an der Stelle. Also der darf wirklich nicht unterschätzt werden, denn da zeigt sich erstmal, was habe ich im Kopf, mir überlegt und wie wirkt das Ganze dann ausgesprochen und ausformuliert. Denn kennt man ja vielleicht so dieser Klassiker von, also in meinem Gehirn war das noch eine gute Idee gewesen.
jetzt nicht mehr so ganz. Oder vielleicht das genaue Gegenteil. Habe ich alles schon erleben dürfen. Das wäre Punkt 3. Punkt 4 dann das Publizieren, also Veröffentlichen der Inhalte. Und dann ist für die meisten Unternehmen eigentlich schon Schluss. Gerade auch in der Wissenschaft. Wie gesagt, ich bin da Masochist, ich mache meinen Doktortitel, also da muss man schon ein bisschen Leidensfähigkeit mitbringen an der Stelle. Sprich, ich habe einfach schon verschiedene Jahre im wissenschaftlichen Betrieb verbracht und kann sagen, da ist auch an der Stelle meistens Schluss. Es wird was publiziert und dann hat es sich an den meisten Punkten schon. Und der letzte und eigentlich wichtigste Punkt, das Kuratieren. Kennt man vielleicht aus dem Museum, den Kurator. In unserem Fall heißt das einfach das Pflegen der Inhalte, das Erweitern, das Aktualisieren, das eben sich drum kümmern. Ein Blogbeitrag, wenn er veröffentlicht ist, ist nicht einfach da und wird dann nie wieder angerührt. Sollte er zumindest nicht. Genau auch wie verschiedenste sonstige Inhalte. Details kommen jetzt alles noch. Gerade bei Podcasts und bei Serien werde ich ja noch ein bisschen mit reingehen. Aber einfach die Kuratierung, die Pflege der Inhalte ist verdammt wichtig, wird aber gerne vergessen. Das nennt sich fachsprachlich auch Content Decay, also der Zerfall des Inhalts. Denn in 5 Jahren, jetzt mal das Beispiel von vorhin zu nehmen bei euch, wenn es um Uni-Karriere geht, in 5 Jahren will keiner mehr lesen, wie 2012 beispielsweise ein Universitätsstudium gemacht wurde, weil es einfach nicht mehr aktuell und relevant ist. Inhaltlich ändert sich vielleicht recht wenig, das ist auch sehr wahrscheinlich sogar, aber einfach Kleinigkeiten ändern sich trotzdem und immer wieder. Insofern, klassischer Wikipedia-Effekt, müssen Artikel, Inhalte allgemein immer mal wieder aktualisiert werden. Da kann ich auch generell Wikipedia für Kuratierung als Vorbild nennen. Einfach, wenn dort sich was aktualisiert, wird der Artikel einfach in den entsprechenden Inhalten aktualisiert, wieder veröffentlicht. Das ist im Online-Bereich vollkommen legitim. In entsprechenden Branchen sollte das natürlich auch mit angemerkt werden. Sei es jetzt durch bestimmte Marken, das halt gesagt wird, das ist jetzt ein neuer Textbereich, aber das hängt dann halt immer von den jeweiligen Spezifika ab. Aber generell fokussieren, strukturieren, produzieren, publizieren und dann ganz wichtig das Kuratieren, ist eigentlich erstmal so die Basis des Ganzen. Und das sollte, wie gesagt, in einem Redaktionsplan aufgenommen werden. Für die, die jetzt hier sitzen, und für die, die sich den Livestream anschauen, vielleicht im Livestream nicht so ganz, ich glaube, der nimmt die Folien nicht so gut mit auf. Das ist jetzt ein DIN A4 Zettel, so plus minus, und im besten Fall passt so ein Redaktionsplan auch auf den DIN A4 Zettel. Genauso gut wie die Steuererklärung auf den Bierdeckel passt, aber zumindest die Übersicht sollte kurz, knapp, übersichtlich zu halten sein und vor allem einfach zu nutzen. Der beste Plan ist nicht derjenige, der am tollsten ausformiert ist und mit dem geilsten Schrifttyp versehen, sondern der, der am besten zu benutzen ist, der am einfachsten und deppenfreundlichsten ist. Denn das ist einer, mit dem ich dann noch arbeiten werde, mit dem auch andere Leute arbeiten. Okay, das zur Übersicht. Dann rein, das wird bei mir in dem Bereich fokussieren. Noch so ein bisschen für den Redaktionsplan an sich, einfach so ein paar kleine Inhalte, einfach als leichte Einstimmung auf Online-Marketing schlechthin. Ich empfehle so eine generelle Dreiteilung bei den Dingen. Administrativer, interner, externer Bereich. Der administrative Bereich ist quasi die gesamte Verwaltungsebene. Da kommen Login-Angaben rein, da kommen Freigabeeinstellungen für, seien es Cloud-Dienste, seien das, wer hat gerade welche Akten, wenn das Ganze nur auf Papieren läuft. Das einfach eine Übersicht vorhanden ist. Denn es ist mir bedauerlicherweise auch selbst schon häufiger passiert. Als ein Beispiel, ich hatte meinen Kunden, die haben gemeint, hier, Herr Alner, Sie sind recht kompetent, kümmern sich doch bei uns um die Webseite und die Facebook-Seite. Aber, witzige Sache, unser letzter Mitarbeiter, der Zugriff hatte auf die Facebook-Seite, hat vor 3 Monaten gekündigt. Am Ende hat sich herausgestellt, die Person, mit der ich telefoniert hatte, das war die stellvertretende Chefin gewesen, die hat selbst einen Administratorzugriff gehabt, ist nicht gewusst. Und mindestens solche Peinlichkeiten kann man sich halt auch mit dem Redaktionsplan verkneifen. Oder halt im schlimmsten Fall, wenn man einen krankligen Ex-Mitarbeiter vielleicht hat. Ich hatte zum Beispiel auch Projekte, die habe ich abgeschlossen, hatte ein halbes Jahr später durch Zufall gesehen, oh, ich habe ja immer noch Zugriff, Administratorzugriff auf dieses Projekt, hätte also das ganze Projekt löschen können. Ich habe mich dann selber netterweise einfach mal rausgelöscht, so als letzte Aktivität zu gemacht quasi. Aber ich habe auch viele Kunden, die das eben nicht gemacht haben und mich dann einfach nicht rausgelöscht haben, als dann die Zeit beendet war. Das kann natürlich auch zu wirklich bösen Zwischenfällen führen, gerade wenn es halt, Stichwort Datenschutz, um sensible Informationen geht.
Der einfachste Grund, warum ich darauf achten sollte, ist schlicht und ergreifend deswegen, wenn ich beim Datenschutz Scheiße baue, wird es teuer inzwischen. Einfachster Grund. Mehr muss ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Das ist auch für die meisten Unternehmen ausreichend, aber uns kostet Geld. Deswegen der administrative Bereich da einfach recht wichtig. Interner Bereich, das ist das, wo ich vorhin beim Produktionsbereich gesagt habe, das ist da, wo die Magie passiert, wo halt eben die eigentliche Arbeit stattfindet. Also wo halt eben Konkurrenzanalysen gemacht werden, wo das Produkt erstellt wird, wo die Dienstleistung ausgefeinert wird, wo die Werbekampagnen vorbereitet werden und so weiter und so fort. Und der externe Bereich ist eigentlich nur der interne Bereich, den auch andere Leute sehen dürfen, wie beispielsweise, wer ist meine Zielgruppe, was ist mein USP, also mein Unique Selling Point, mein Produktmehrwert, was kann ich, was kein anderer kann. Das darf natürlich auch die Masse draußen wissen, was können wir besonders gut. Deswegen der externe Bereich und das einfach so als grobe Orientierung plus so ein paar Schwerpunkte für den Redaktionsplan, dann würde ich da den Deckel auch wieder drauf machen. Zwei Spannungsfelder, Zielgruppe und Ziele, sowie Strategie auf der einen Seite, sowie Corporate Identity und weitere Inhalte auf der anderen Seite. Dieses erste Spannungsfeld ist eine sehr, sehr dynamische Angelegenheit. Also Zielgruppe und Ziele, Zielgruppe schlicht und ergreifend, an wen will ich verkaufen? Wer ist mein Kunde? Und da gibt es auch sehr, sehr viele schöne Seminare, wo dann Zielgruppenanalysen gemacht werden, wo Personas erstellt werden, so unser Max Mustermann Beispiel, er ist 24 Jahre alt und dort kauft das und das. Das kann helfen, da sage ich nichts dagegen. Aber man sollte auch immer wissen, dass es Schubladendenken an vielen Stellen und es hat irgendwo eine organische Größe. Aber einfach erstmal die Zielgruppe zu kennen, das kann natürlich nicht schaden. Wissen, an wen will ich verkaufen, genauso auch das Ziel schlussendlich, wozu das Ganze, speziell beim Online-Marketing. Ich habe viele, viele Kunden gehabt, für die habe ich Facebook betreut, Snapchat betreut, es kommen gerade einige Unternehmen mit TikTok auf mich zu. Und erste Frage, konstant bei mir immer, wozu das Ganze? Wozu wollt ihr das verwenden? Und bedauerlicherweise bis heute gibt es da auch immer noch recht viele, die sagen, naja, alle anderen machen es ja auch. Es ist keine gute Antwort, war es in der Schulzeit schon nicht gewesen, kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. So, warum hast du das und das in der Mathematikaufgabe? Ja, mein Nachbar hat es ja auch gemacht. Und das ist halt eben im Unternehmerischen das schlicht und greifende Problem. Die meisten, oder ich will nicht sagen alle, aber durchaus einige, haben einfach kein Ziel bei dem, was sie tun. Da wird dann teilweise nicht vor sich hingearbeitet und dann hat man Unternehmen, die haben super tollen Instagram-Auftritt, Facebook, vielleicht hier und da auch noch, ist ja durchaus relevant in einigen Branchen noch. Und das ist an sich auch vollkommen in Ordnung, aber wenn der Laden nach einem halben Jahr schon wieder dicht macht, bringt mir das auch nichts. Ich sehe das gerade so im Einzelhandel, Cafés in den Städten, vor allem in den Innenstädten, die haben dann teilweise 10.000, 20.000 Facebook-Fans. Nach einem halben Jahr machen sie schon wieder dicht, weil sie ihre Produkte halt nicht verkaufen konnten. Vielleicht super toll Latte-Art machen konnten, die sie bei Instagram mit Filtern drüberlegen können, aber die Leute haben es nicht gekauft, die haben es geliked. Von Herzen bei Instagram kann ich mir am Ende halt auch nichts leisten und auch meine Mitarbeiter nicht bezahlen. Deswegen halt ganz, ganz wichtig für diesen Redaktionsplan ganz nüchtern an die Sache rangehen. Und bei der Strategie einmal die Auswahl der Plattformen. Nur weil alle Welt jetzt gerade von Instagram, Snapchat und oder TikTok spricht, heißt es nicht, dass das für mich relevant sein muss. Ich aus eigener Erfahrung kann sagen, die besten Ergebnisse fahre ich bei mir immer noch bei dem Newsletter ein, bei klassischen 1:1 Gesprächen vis-à-vis, also eher face-to-face als face-to-facebook und halt eben auch hier und da über Social Media, aber das ist halt wirklich eher noch die Ausnahme. Also für mich sind so Plattformen wie Snapchat etc., die sind gut und wichtig, aber darüber generiere ich meine Kundschaft nicht, weil die auf diesen Plattformen nicht unterwegs ist. Für mich ist es insofern wichtig, als dass ich meinen Kunden halt sagen kann, ich bin selbst auf diesen Plattformen unterwegs, bin quasi der Snapchat-Fachidiot und kann euch halt bei euren Sachen helfen. Aber es ist halt immer der Punkt, wo bin ich und wo ist die Kundschaft? Das muss ich nicht überschneiden. Kann ich aus, wie gesagt, eigener Erfahrung gerade als Social-Media-Mensch bestätigen. Und das ist halt einfach so dieser Punkt, diese Auswahl. Also wo will ich aktiv sein? Wie will ich dort aktiv sein? Systemstrategie versus Kulturstrategie als ein Beispiel. Systemstrategie ist zum Beispiel das, was McDonald's fährt. Da ist eine Innovation im Geschäftsprozess eine 5 Sekunden schnellere Bürgerbrattechnik.
Und eine Kulturstrategie wäre zum Beispiel das, was Apple, Harley Davidson, Tesla und Co., also vor allem auch so im Startup-Bereich und generell auch viele mittelständische Unternehmen fahren, wo es wirklich darum geht, einen Kult um die Marke aufzubauen. Apple hatte in den 1980er Jahren zum Beispiel einen Brand Evangelisten in seinen Mitarbeitern mit drin und ein Evangelist, der verkündet das Evangelium, also ist ein Prediger. Und das war quasi dessen Jobbeschreibung gewesen. Er hat das Evangelium Apple gepredigt. Und das hat eigentlich bis heute ja sehr gut funktioniert. Das ist halt gerade beim Marketing, das ist sowieso eine langfristige Angelegenheit, aber gerade beim Marketing, das muss nicht nur Online-Marketing speziell sein, das ist einfach nur eine weitere Spielart, aber gerade beim Marketing sehr wichtig, wenn es eine Kulturstrategie sein soll. Oder Systemstrategie, generell eine Strategie, einfach sich zu suchen und zu wissen, wohin soll es gehen. Genauso auch sonstige Dinge wie Konkurrenzanalyse natürlich zu tätigen, Canvas-System, was halt rauf und runter gebietet wird, sei es in Studiengängen, Weiterbildungen etc. Erstes Spannungsfeld, zweites Spannungsfeld, nur kurz erwähnt, da gibt es auf der einen Seite die Corporate Identity mit Corporate Wording, Corporate Behavior, Corporate Design, Corporate Apparel, Corporate bla bla bla, wo es einfach nur darum geht, einheitlich aufzutreten nach außen. Also die DNA eines Unternehmens. Was macht mich zu Schriftarchitekt, zu der Seminar, zu der Bäckerei Mustermann. Was ist einfach typisch für mich? Und das kann bei manchen, das sieht man gerade im Online-Bereich, bei zum Beispiel YouTubern und Instagrammern recht häufig, da ist, das läuft ja auch unter USP an der Stelle, aber da ist die Corporate Identity meistens die Person selbst. Und das kann zum Beispiel auch ein tiefschwarzer Humor eines Menschen sein. Der wird dann halt eben als das tolle Verkaufsargument gesehen, deswegen ich mir zum Beispiel YouTube-Videos einer Person anschaue und diese Person, am Beispiel des schwedischen YouTubers PewDiePie, dessen USP war gewesen, er hatte am Anfang Horror-Videospiele gespielt als Let's Plays und immer wenn er sich erschreckt hat, schrie ihn ein kleines Mädchen. Und das war sein USP gewesen, dadurch ist der Mann populär geworden und mehrfacher Millionär. Es sind am Ende nicht die großen Sachen, es können Kleinigkeiten sein. Das ist jetzt natürlich aus der Unterhaltungsbranche was rausgenommen. Aber das kann auch bei anderen Unternehmen sein. Ein US-amerikanischer Mixerhersteller ist bei YouTube extrem populär geworden mit einer Reihe, die sich Will It Blend genannt hat. Das machen sie bis heute. Das ist ein Mixerhersteller und die mixen alles. Die testen ihre Mixer wirklich im Härtetest. Und damit, die haben auch teilweise schon iPhones in diesen Mixer geschmissen und geschaut, ob die zerkleinert werden. Ja, wurden sie. Würde ich nicht einatmen, was dann da rauskommt, aber das ist halt auch einfach dieser kuriose Effekt, der dann dabei entsteht. Also wo man sich auch hervorragend von der Masse abheben kann. Ich sage dazu, das ist nicht für jede Branche geeignet, aber gerade das gut Abstehen vom Rest, speziell im Online-Marketing-Bereich, ganz, ganz typisch. Und da kann man ja auch, gerade wenn ich dann auf weiteres schaue, sonstige Inhalte halt eben sich auch entsprechende Guidelines erstellen. Das sind verschiedenste Handbücher, ich nehme nur gerne das Beispiel Humorhandbuch. Arbeiten wir auch mit Witzen, mit Spaß, mit Unterhaltung? Und wenn ja, wie? Also was für Witze sind geeignet, was für Witze sind ungeeignet? Hatte ich ungelogen auch mal beim Seminar, ich habe das immer als Beispiel genommen, da hatte eine Teilnehmerin gesagt, witzig Christian, dass du das erwähnst, ich arbeite gerade wirklich für eine Bestattung, wir überlegen mit Humor in der Werbung zu arbeiten bei uns. Kann funktionieren, muss nicht funktionieren, es kommt immer auf Experiment mit an, aber sowas auch aufschreiben, das ist halt auch etwas, was in einen Plan gehört, schlicht und ergreifend. Okay, das dazu, kurzer Crashkurs zu dem Part und dann zum eigentlichen und zwar ganz konkret, so ist der Social Media Bereich an sich zwar und dann halt eben speziell SEO und Podcast, wie es auch im Titel steht. Generell, welche Form von Social Media gibt es, da nur als ganz basalen Überblick, da hat sich die Wissenschaft natürlich auch schon mit beschäftigt und verschiedenste Einteilungen vorgenommen. Ich habe schon bei Kategorien alles von 3 bis 3 Dutzend gesehen. 3 Dutzend, auch wie das ganz rechts oben, das Modell von Eichner und Jakob oder Eichner und Jacob in 2015, die haben schon 13 Kategorien aufgestellt, ist nicht gerade hilfreich. Deswegen so als Arbeitsgrundlage, Tipp meinerseits, um erstmal so eine grobe Einteilung vornehmen zu können. Es gibt 4 Haupttypen plus Mischform. Das wären einmal Blogs und Websites. Ja, das zählt auch im weitesten Sinne zu Social Media, weil zum Beispiel Kommentarfunktion, Gästebücher etc. Sobald es interaktiv wird, ist es im weitesten Sinne Social Media. Da vergessen viele gerne diese Bereiche. Gehört aber halt auch mit dazu. Und das ist eigentlich dieser klassische redaktionelle Part.
also die übliche Website, wenn ich jetzt an eine Nachrichtenseite denke, Tageszeitung etc., das ist alles im weitesten Sinne rein technisch ein Blog. Da gibt es den Blogger, das ist quasi der Gott in seiner Welt, der darf alles machen. Und da gibt es den Leser, der darf netterweise halt kommentieren, maximal. Und da gibt es halt einfach dieses Hierarchiegefälle und das ist im weitesten Sinne auch das, was eigentlich die klassische Öffentlichkeitsarbeit auch im Bereich der Pressearbeit kennt, also wenn es um Pressemitteilungen und so weiter geht. Nur da war auch schon eher die Pressekonferenz, weil übers Kommentarfeld können ja die Leute auch Feedback geben. Das ist quasi die Meldung aus dem Publikum. Dürft ihr übrigens auch gerne machen, wenn ihr Input geben möchtet. Also da seid ihr herzlich eingeladen. Das ist die erste Kategorie, ist so in den 90er Jahren entstanden, dann um die Jahrtausendwende, Kollektiv- oder Kollaborativprojekte. Als Beispiele werden dazu nennen Foren oder Wikis. Bekanntes Beispiel Wikipedia. Da hat erstmals jeder die Möglichkeit gehabt, Inhalte zu erstellen. Da ist natürlich auch sehr viel Stuss dann gekommen mit der Zeit. Aber die Möglichkeit zu schaffen, interaktiv arbeiten zu können, ist etwas, was viele Unternehmen heutzutage auch sehr aktiv nutzen. Und da wird das Online-Marketing auch schon erweitert, eigentlich schon zur Produktentwicklung. Stichwort Crowdsourcing, also Crowd... irgendwas, die Schwarmintelligenz auf Deutsch. Mit der dann einfach gearbeitet wird, wo dann auch Unternehmen sagen, hier, wir haben verschiedene Varianten eines Produktes, seien das jetzt Farben, seien das Features, die ein Ding haben soll. Was, liebe Leute, die ihr unsere Produkte kauft, liebe Fans, Gemeinde, wie auch immer, was interessiert euch? Feedback einholen. Das hat auch schon eine Variante, mit der viele Unternehmen, da kann ich auch für mich selbst sprechen, mit der auch unser Startup zum Beispiel sein Logo gefunden hat. Dem wir halt eben mehr Vorschläge gemacht haben, das wir halt eben rausgegeben haben, unsere Communities, seien das jetzt bestimmte Gruppen in den sozialen Netzwerken, sei das jetzt bei uns der Podcast, in dem wir halt einfach drum gebeten haben, gebt doch mal Feedback. Und dann kam halt entsprechendes Feedback zurück von, ah, das eine Logo super toll, das andere, oh, das sieht ja richtig gruselig aus, oder fand ich auch mal sehr schön von einer fast 60-jährigen Dame, die sich selbstständig machen wollte noch, hatte gemeint, das Logo, was bei uns am Ende geworden ist, das sieht doch schön aus, das sieht freundlich aus, das sieht machbar aus, was dahinter steht. Was uns auch ein bisschen Ausschlag gegeben hat, weil wir uns halt auch an die Machbarkeit der Inhalte in unserer Mediathek dann natürlich richten wollen. Das waren aber auch Dinge, die wären uns gar nicht eingefallen von selbst. Also einfach auch mal diese Scheuklappen dadurch wegnehmen, damit man sich halt einfach an Leute richtet, schlicht und ergreifend. Das kann man halt bei solchen Sachen, genau auch wie bei sozialen Netzwerken, die so Mitte der 2000er entstanden sind. Facebook, das bekannteste Beispiel, oder wer vielleicht noch die Deutschen kennt, StudiVZ, SchülerCC, so die ganz die Hardcore-Vorreiter damals. Die gibt es inzwischen schon gar nicht mehr, wir haben keinerlei Bedeutung wirklich mehr. Aber auch Xing oder LinkedIn für den beruflichen Part. Auch klassische soziale Netzwerke, wo es dann vor allem darum geht, halt eben sich zu vernetzen, also die auf Norddeutsch sagen wir Seilschaften oder eben auf Neudeutsch das Netzwerk eben zu pflegen. Und halt im Bestfall Bekannte zu gewinnen, Kontakte aufzubauen und das Ganze halt eben auch weiterzutragen. Und das kann halt online passieren, das kann genauso auch offline passieren. Da vielleicht nur gleich von meiner Seite aus jetzt mal ein ganz klassisches Oldschool-Netzwerk, Listen. Da könnt ihr euch übrigens auch gerne mit eintragen. Ich gebe das Ding mal rum und da würde ich dann im Nachgang euch auch die ganzen Folien zukommen lassen. Für diejenigen, die sich somit anhören über den Livestream bzw. deinen Podcast, das würde ich euch dann entsprechend in die Shownotes bzw. in die Beschreibung mit reinpacken. Genauso auch der interaktivere Part. Ich nehme mir einen Podcast auf, einmal für die Online-Video-Plattformen, Social Sharing Tools. Allen voran, am bekanntesten YouTube für den Videobereich, Instagram für den Bildbereich oder zum Beispiel Podcasts für den Audiobereich. Wo dann einfach dieser vor allem Output wiederkommt. Also ich erstelle Inhalte. Und lasse die aber halt eben ja, kuratiert veröffentlichen, dass halt eben Leute Feedback geben können. Und dann gibt es halt noch viele Mischformen, wie beispielsweise Messenger, also das WhatsApp, denke ich, am bekanntesten an der Stelle. Und das war halt ursprünglich auch nur die Nachrichtenfunktion, die es genauso bei Wikipedia, auch bei Facebook gibt. Der Facebook Messenger ist eigentlich nur die aufgeblasene Version der Nachrichtenfunktion des Postfachs vom sozialen Netzwerk Facebook gewesen. Oder einfach nur irgendwann ausgelagert. Insofern die vier Haupttypen, da findet sich das meiste Restliche auch. Einfach so ein bisschen als Arbeitsgrundlage, kann manchmal ganz nützlich sein, dass man halt weiß, okay, in welche dieser Schubladen kriege ich dich rein, um einfach zu wissen, wie sollte ich es vielleicht auch behandeln, die jeweiligen Plattformen.
Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt auch immer Plattformen, die nicht so wirklich zu allen passen möchten oder zu überhaupt einem. Insofern, da ist nicht überrascht sein, das ist halt eben keine genaue Wissenschaft. Es gibt sehr viele weiche Faktoren an der Stelle. Aber jetzt erstmal für die Übersicht. Wer ein bisschen auf dem Laufenden bleiben möchte, dem kann ich den Watchblog socialmediastatistik.de empfehlen. Unter diesem Kurzlink, der hier jetzt gerade eingeblendet ist, findet sich das Social Media Universum. Das ist eine regelmäßig gepflegte Infografik, die sich halt eben mit allen in Deutschland oder generell im deutschsprachigen Raum relevanten sozialen Medien auseinandersetzt. In dem Fall schön zusammengefasst als Planet. Da gibt es den Planet YouTube, Facebook und so weiter. Wie tickt die Bevölkerung? Wie ist die aufgestellt? Wie ist das politische System, das gesellschaftliche System dort so ein bisschen in Analogie zu den klassischen Space Operas von Krieg der Sterne oder Star Trek und Co. Also ich finde immer noch recht anschaulich einfach gemacht. Und da könnt ihr auch gerne mal nachschauen, warum es zum Beispiel zwischen Google Maps eigentlich Social Media geworden ist. Lesen überlasse ich dann gerne euch. Einfach nur als kleinen Link-Tipp an der Stelle und dann ins Eigentliche rein. Ich wollte ja einmal heute schwerpunktmäßig im Bereich Online-Marketing über Podcast reden. Nicht nur, weil ich selbst einen mache, aber auch, sondern halt vor allem deswegen, weil Podcast aktuell mal wieder, möchte ich sagen, gekommen ist. Podcasts sind eigentlich mit Urgestein im Internet, die gibt es schon wirklich lange. Aber die werden immer mal wieder entdeckt als, entschuldigt mir ausdrücklich, der neue heiße Scheiß, der jetzt gerade halt einfach gekommen ist oder dieses neue tolle Ding. Und das ist jetzt aktuell auch wieder in Deutschland der Fall, dass Podcasts halt immer populärer werden. Ihr müsst euch dann nur mal die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel anschauen mit der ARD Audiothek-App, die auch an vielen Stellen beworben wird oder gerade mit der Nachrichtensender denke. Also ich höre zum Beispiel auch gelegentlich das Inforadio und da wird auch immer gesagt, alles zu nachhören in unserer Podcast-App. Also die sind auch dort recht aktiv und generell sind auch viele andere Medien inzwischen bei Podcasts, also in Deutschland auch sehr aktiv geworden. Und das ist halt ein hervorragendes Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit geworden. Kein direktes Marketingmittel in dem Sinn für Vertrieb, sondern vor allem halt für Kundengewinnungsmaßnahmen. Denn da muss ich auch sagen, im Bereich Online-Marketing bitte von knallhartem Vertrieb verabschieden, funktioniert dort nicht wirklich gut. Speziell wenn wir uns den Damage der Social Media zu widmen, sondern vor allem Kundengewinnungsmaßnahmen. Eine langfristige strategische Positionierung. Ich kann für mich selbst sagen, ich habe schon 2011 angefangen, mich zu positionieren, habe auch schon auf meiner Website und Social Media Plattform angefangen, so Bereiche aufzumachen, wo es um Jobs, Recruiting etc. geht, als es für mich noch gar nicht relevant war. Einfach für den Fall der Fälle, so vielleicht in 5 Jahren oder man weiß nicht, was man kommen könnte. Einfach eben erstmal ein bisschen breit aufstellen an der Stelle. Das bisschen stiefmütterlich hier und da vielleicht behandelt, aber inzwischen, es hat eine Weile ziehen müssen, es hat eine Weile reifen müssen, wie auch ein guter Wein. Und ich kann bis heute sagen, ich musste bei meinen Mitarbeitern nur ein einziges Mal eine Werbeanzeige schreiben, also überhaupt ein Inserat aufgeben. Bei mir bewerben sich die Leute inzwischen aktiv, einfach weil ich offensichtlich gut aufgestellt bin in den verschiedenen Nischenbereichen. Da hatte ich jetzt zum Beispiel auch erst vor kurzem eine junge Dame, die Masterstudium an der Universität in Magdeburg macht zum Thema International Management and Entrepreneurship, war es glaube ich gewesen, also internationale Verwaltung und Unternehmertum. Die Dame kommt ursprünglich aus Bangladesch, steht jetzt hier und will dann die nächsten Halle im Praktikum machen. Also ich habe dahingehend durchaus internationale Mitarbeiter inzwischen, kann man sagen. Und auch bei meinen Mitarbeitern von 19 bis 59, 59 ist gerade meine Praktikantin übrigens, die Mitarbeiterstab, alles dabei. Und die sind übers Internet auf mich aufmerksam geworden. Einfach weil ich mich halt auch schon langfristig, wirklich langfristig gedacht aufgestellt habe. Nur für mal Best Practice aus dem eigenen Haus, dass ich nicht nur rede, sondern es auch wirklich selbst mache und das auch in Erfolg bringen kann. Und zum Beispiel Anfang des Jahres wurde, von letzten Jahres, wurde ich von einer Hochschule, von der Business School in Erfurt angefragt, die haben mich über Xing angeschrieben. Also kann klappen, würde ich dann nur sagen, einfach an den Beispielen mal festgemacht. Okay, haben wir von uns geredet. Reines Thema, warum kann der Podcast halt helfen? Wie schaut der typische Podcast-Nutzer erstmal aus? Hier mal eine Übersicht von Bitkom, dem IT-Branchenverband. Das müsste ich inzwischen eigentlich sogar noch aktualisieren. Inzwischen sind es 26% der Deutschen, die mindestens hin und wieder Podcasts hören. Ich habe das mal in normale Zahlen überführt, das sind etwa 15 bis 18 Millionen Deutsche. Also etwa die Bevölkerung von Nordrhein-Westfalen, plus minus, die halt
regelmäßig Podcasts hört. Also keine kleinen Zahlen. Aber Podcast ist trotzdem an vielen Stellen ziemlich nisch geblieben und vielleicht in den letzten Jahren hier und da bekannt worden, einfach vor allem deswegen, weil es sehr dezentral aufgestellt ist. Es gibt nicht, wie bei Videos zum Beispiel, wenn ich mir Online-Videos anschauen will, sage ich den meisten YouTube. Da gibt es wenig daneben. Es gibt zwar viel daneben, aber wenig verbreitetes daneben. Podcasts wiederum ist ein sehr dezentrales Ding, da gibt es viele Verzeichnisse. Und da wird auch gerade richtig schön hart gekämpft zwischen den Anbietern, Apple, Google, Spotify etc. Die wollen alle der Podcast-Anbieter werden. Oder mindestens das Podcast-Verzeichnis. Aber das ist für uns halt als Produzenten von Podcasts der große Vorteil. Wir haben ein gewaltiges Ökosystem, das wir uns aussuchen können. Also wir können wirklich sagen, ich möchte da hin und da nicht. Bei Online-Videos, das ist häufig die Frage, okay, gehe ich zu YouTube oder nicht? Und wenn ich zu YouTube gehe, ist nicht nur einfach, ich bin da, sondern YouTube will natürlich, dass ich mich ihm wenig hingebe. Das ist einfach diese Monopolsituation in vielen Bereichen. Aber das hat Podcast der gewaltige Vorteil, die haben das mindestens noch nicht. Und wie gesagt, fast 20 Millionen Deutsche ist erstmal eine kleinere Hausnummer. Fast ein Viertel der Gesamtbevölkerung. Also kann man durchaus mitarbeiten, typischer Content, da mal ein bisschen Eigenwerbung. Onlinegeister.com, hört es euch einfach mal an, das wäre jetzt unser Podcast-Beispiel, denn den typischen Content, also den typischen Inhalt gibt es schlicht nicht. Ich habe bei Podcasts schon alles gefunden, von Geschichtspodcasts, Astronomie-Podcasts, weil ein bisschen mein Fetisch an der Stelle, im Privaten zumindest, über die klassischen Business-Podcasts, auch zum Beispiel Sex-Podcasts, bis hin zur Lego-Anzucht. Das war mal das Exotischste, was ich gefunden habe. Ein Podcaster, der Lego-Anzucht betreibt und das halt eben berichtet und davon leben kann. War natürlich in den USA wieder gewesen, aber das hat auch das Schöne, es gibt keinen thematischen Fokus, keinen thematischen Schwerpunkt. Wenn ich es in Audioform packen kann, das ist eigentlich das Einzige, was bei Podcasts eine Rolle spielt. Ich sag mal, als zum Beispiel Gehörlosenverband macht ein Podcast vielleicht nicht ganz so viel Sinn, weil reines Audiomedium. Es sei denn, vielleicht für Angehörige von Gehörlosen, müsste man halt überlegen, wer die Zielgruppe wieder ist. Aber sobald ich es irgendwie in Audioform packen kann, ist es relevant für einen Podcast. Okay, dann typische Branche für Podcasts. Da geht es dann auch wieder, wie gesagt, darum, was man halt in Audioform packen kann. Da gab es mal eine Lynch-Marketing-Umfrage, die wurde auch bei Social Media Today veröffentlicht. Und da wurden Leute gefragt, wem schreiben sie wodurch Kompetenz zu? Also wenn ich jetzt hier vorne stehe, euch schön Sachen erzähle, dann statistisch bleibe ich bei euch im Gedächtnis, vor allem dadurch, dass ich gesprochen habe. Also bei der Umfrage 30%. Ich schreibe jemandem dadurch Kompetenz zu, dass ich ihn reden gehört habe. Und das ist ja Podcast in Reinform. Da wird nur gequatscht. Und da, klar, Quasselstrippen und die Erklärbärenfraktion, ja, da bin ich auch schuldig, hat dann natürlich den gewaltigen Vorteil. Aber wird halt auch durch die Wissenschaft gestützt. Also nur für unsere Audiohörer an der Stelle. 20%, ich habe was von denen gelesen, Blogposts zum Beispiel. 70%, ich habe mit ihnen bei Social Media interagiert. Da sind wir auch schon bei mehr als 2/3. Also ich habe halt mit den Personen in irgendeiner Art und Weise eine intime Bindung aufgebaut. Dadurch, dass ich sie halt mindestens persönlich oder gefühlt persönlich mal getroffen habe. Und ich denke, jeder von uns kennt das ja, wenn ich dann mal an die eigene Kindheit zurückerinnere, Stichwort Hörspiele. Sei es jetzt drei Fragezeichen, Benjamin Blümchen, Baby Blocksberg und Co. Sei es bei sich selbst oder den eigenen Kindern, womit man da groß geworden ist, das bleibt im Gedächtnis. Und ich kann das aus eigener Erfahrung berichten. Meine Frau ist in der Therapie tätig und die haben es im Krankenhaus häufiger so, dass sie halt eben Schlaganfallpatienten betreuen, die halt teilweise sprechen, wirklich wieder neu lernen müssen. Und eine der Methoden, um halt diese neuronalen Verbindungen im Gehirn wieder, nicht wiederherzustellen, das geht an vielen Stellen gar nicht mehr, weil eben neue Verbindungen zu schaffen, also quasi die Umgehungsstraßen auszubauen, das nennt sich Bibliotherapie. Und da wird den Leuten vorgelesen, größtenteils Märchen aus der Kindheit. Und dieses Narrative, dieses Storytelling, das machen wir beim Sprechen ganz automatisch. Wenn wir Leuten etwas erzählen, bauen wir immer mehr oder weniger eine Geschichte darum. Das ist das Schwerpunktding und das ist eigentlich auch das Killer-Feature an der Stelle für Podcasts. Die wirken dadurch, dass gesprochen wird. Und da vielleicht auch nur als
Kleines Beispiel, die Daten finden sich auch bei socialmediastatistik.de. Wann werden Podcasts vor allem gehört? Abends. Und in welchem Kontext? Im Bett beim Einschlafen, so im mittleren Bereich. Also auch eigentlich die, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich habe damals auch bei den Klassenhörspielen zum Einschlafen gehört an vielen Stellen und mit Podcasts wird es heute gemacht. Also wir als Unternehmen, wenn wir die Leute interessieren können, wir steigen wortwörtlich mit denen ins Bett. Und intimeren Kontakt kann es eigentlich kaum noch geben. Also platonischen Team an der Stelle. Aber das halt auch, darüber können Podcasts hervorragend wirken. Das dazu. Ein zweites Beispiel wäre SEO. Ich muss jetzt nur mal ein bisschen anknüpfen. Oh, ist jetzt etwas schief geworden, sorry. SEO, also Suchmaschinenoptimierung, heißt in Deutschland vor allem Google-Optimierung. 95% des Suchmaschinenmarktes in Deutschland gehört Google. Der gesamte Rest, der teilt sich dann halt auf. Etwa 5% Bing und 1,% der gesamte Rest. Und weltweit gibt es nur noch 4 Suchmaschinen, die irgendwie von Relevanz sind. Und für die westliche Welt sind das halt nur noch Google und Bing von Microsoft. Und Google, wie gesagt, 95% Marktanteil in Deutschland. Brauchen wir nicht großartig darüber reden, wer da gerade gut drauf hat. Okay, da muss ich mich ein bisschen entschuldigen für die Grafik. Das bessere ich euch noch aus für den Link, den ich dann mit rumschicken werde. Kurzfassung, typischer Inhalt, den man halt bei Suchmaschinenoptimierung, der für Suchmaschinenoptimierung relevant ist, schlicht und ergreifend, was finde ich auf der Webseite oder auf Social-Media-Plattformen, die von Suchmaschinen gefunden werden können. Als Beispiel, Twitter ist komplett von Google indexiert, also ich kann auch einzelne Tweets finden. Ihr könnt ja gerne mal Polizei Sachsen-Anhalt Paprika eingeben und schauen, was da kommt. Es wird ein einzelner Tweet auf jeden Fall sein. Hingegen Facebook und Co. ist nicht drin bei Google, weil die sich einfach miteinander streiten und die nicht wollen, dass man sie bei Google findet. Genauso auch typische Branche. Die Grafik hier, das sind die Facebook-Nutzer weltweit. Man kann die Umrisse der Welt gerade halbwegs gut erkennen. Und das Killer-Feature ist halt einfach die Vielschichtigkeit. Allein bei Google gibt es dem Mythos nach über 200 Ranking-Faktoren. Das werden wahrscheinlich näher an die 100.000 sein. Also insofern sehr komplexe Thematik, sehr komplexe Materie. Insofern darf ich jetzt hier ein bisschen auch aus Zeit und Minut drauf packen. Werde gleich noch für Fragen und Antworten bereitstehen, aber vielleicht da mal ganz ausgehend. Was ist eigentlich mit Online-Marketing an sich? Was funktioniert? Generell sehr, sehr viel, sehr, sehr viele verschiedene Bereiche. Also auch ganz, ganz komplexes Themenfeld. Manchmal mehr, manchmal weniger komplex, aber kurzum. Einfach mein Fazit, wie kann ich gut arbeiten im Online-Marketing-Bereich mit Kompetenz. Und nicht nur mit irgendeiner Kompetenz, sondern deshalb mit digitaler Kompetenz. Und da würde ich gleich einen kleinen Event-Hinweis noch mitsetzen wollen am Ende. Im September 2020 wird es in Halle an der Saale ein Barcamp veranstaltet zum Thema digitale Kompetenz. Details schicke ich euch gerne rum, auch an Livestream-Zuhörer. Weitere Details folgen noch. Wir haben schon Stadthalle, Landkreis Saale-Kreis mit im Boot. Ich würde euch empfehlen, schaut heute Abend vielleicht den Link mal an, der wird heute gerade noch erstellt. Das ist jetzt halt alles gerade noch ein bisschen heiß nahegelegt. Jetzt auch mein Ende, weil Nachfolger, der sehr gute und sehr kompetente Frank Bösemüller vom Bund der Selbstständigen in Sachsen, wird jetzt als nächstes sprechen. Ich mache es kurz knapp ab. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wenn Fragen sind, ich stehe jetzt noch bereit und übergebe dann damit an Frank.